Ja, liebe Delegierte, liebe Mitglieder, liebe Freunde, muss ich hier sagen, weil ich sehe sehr viele Freunde. Es gibt ein altes englisches Sprichwort, das möchte ich zuerst auf Deutsch sagen. Das heißt, ändere nie ein rennendes System. Auf Englisch, never change a running system. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, das kann ich Ihnen sagen. Ich heiße Bernd Fischer, ich bin seit 45 Jahren Unternehmer, 25 Jahre in Asien mit mehreren Fabrikationen und Vertriebssystemen. Der Punkt ist, wir brauchen ein Update. Die AfD braucht ein Update. Und das Update, das machen wir heute. Wir machen das aber nicht für uns, wir machen das für Deutschland, weil Deutschland braucht die AfD. Dankeschön, mal vorweg. Ich möchte zum Schiedsgericht kommen. Ich habe mir ja auch ein Stück Papier hier vorbereitet. Das Schiedsgericht, es wird leider immer wieder unterschätzt. Und es muss aber ein anderes Gewicht haben, auch in der Zukunft, auch in den Ländern über die Landesschiedsgerichte. Gerade aufgrund meiner positiven, aber auch negativen Erfahrungen im Landesschiedsgericht möchte ich mich hier heute einbringen. Das Bundesschiedsgericht muss zwingend neutral, gerecht, gerichtsfest und was die Bearbeitungszeit angeht, auch transparent auftreten. Gerade die AfD kann und wird sich keine juristischen Fehler mehr zukünftig überhaupt leisten können. In einem starken Team von Volljuristen werde ich deshalb besonders ehrgeizig und unter Zugrundelegung der geltenden Gesetze und Satzungen aktiv mitarbeiten und mich, das wissen auch sehr viele, vollstens einbringen. Dass das Bundesschiedsgericht räumlich gesehen direkt vor meiner Haustüre liegt, bei Stuttgart, das sehe ich persönlich auch einen Vorteil für mich, weil ich kann so gewisse Vorfeldorganisationen mit übernehmen, ehrenamtlich für die verschiedenen Kammern. Was die Sicherheit angeht, braucht das Bundesschiedsgericht zukünftig einen eigenen E-Mail-Server für den Datenverkehr und für die Korrespondenz unter den Richtern und unter den Prozess- oder Verfahrensbevollmächtigten untereinander. Das ist meine Erfahrung in der Vergangenheit, dass es nicht angehen kann, dass Urteile schon in Facebook abgebildet sind, bevor sie der Prozessbeteiligte überhaupt bekommen hat. Das muss abgestellt werden. Wir brauchen hier eine saubere Richtlinie über eigene Datenverkehr und Korrespondenz und einen eigenen E-Mail-Server. Als internationaler Unternehmer und nach 45 Jahren in derselben Branche schlage ich natürlich auch zukünftig einen barrierefreien Zugang von Mitgliedern zur Parteispitze vor, aber auch zum Schiedsgericht. Wir brauchen hier mehr die Nähe. Ich sage Ihnen, Wissen und Können sind zweierlei Stiefel, genauso wie Reden und Machen. Ich bin ein Macher, ich bin ein Visionär, ich bin ein Produzent, ich bin ein Praktiker, ich bin ein Entwickler und ein Organisator. Und in dieser Position, nur in dieser Position, bringe ich mich hier heute ein. Dankeschön.